Herzlich willkommen endlich zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar habe ich jetzt vor, Ratchet und Clank zu spielen. Muss ich erstmal schauen, ob die ganzen Einstellungen hier stimmen. Die schraube ich immer mal ein bisschen runter. Die ein bisschen hoch. Genau, das Spiel habe ich sehr gern damals in meiner Kindheit gespielt. Aber leider nur den dritten Teil. Und da habe ich mir jetzt einfach gedacht, jetzt spiele ich erstmal den ersten hier durch. Dann den zweiten und dann, je nachdem, noch den dritten. Wobei ich will jetzt gar nicht so lange labern, sondern einfach gleich loslegen. Ja, genau. Ja, machen wir gleich ein neues Spiel. Ich habe es mal kurz angezockt. Aber bin auch nicht so weit durchgekommen. Also mache ich lieber ein neues Konto auf. Letzter Schritt: Roboter-Zündsystem anbringen. Danke, dass Sie die Helpdesk-Technologie benutzt haben. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal zu dem kleinen Roboter. Helpdesk-System. Hier stehen wir während deiner Reisen mit Rat zur Seite. Das Helpdesk-System ist ein kostenloser Service der Gadgetron Corporation. Bin ich ja beruhigt, aber ich muss zuerst mal was umstellen. Wo haben wir es denn? Kamera. Genau, alles umgekehrt. Genau, jetzt passt alles. Boxen hier alle um. Und die Schrauben brauchen wir dann später, um uns gute Waffen kaufen zu können. So, weg da. Haben wir überhaupt schon eine Waffe? Oh ja. Wieder wäre. Bombenhandschuh. Du kannst Meldungen des Helpdesk-Systems unterbrechen, indem du die Dreieck-Taste drückst. Im Pause-Menü kannst du unter Optionen Meldungen des Helpdesk-Systems ausschalten. Da springen wir sie weg. Ja, die sind schon weg vom Fenster. Gleich mal aus. Ich
Cybertron patentierte System bei dem Körper von innen heraus. Immer alles schon aufsammeln. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Naja, egal. Ach, das sind wir ja schon. So, wo liegt er denn? Interessant. Sie sind gut mit dem Schraubenschlüssel. Na klar, ich habe das Schiff damit gebaut. Ich suche gerade jemanden, der mir dabei helfen könnte, das Sonnensystem zu retten. Wissen Sie vielleicht, wo ich so jemanden finde? Naja, er kommt jede Woche im Radio. Ansonsten, nein. Was soll das überhaupt heißen, das mit dem Sonnensystem retten? Hallo, Bürger von... Mein Volk, die Blag, haben ein kleines Problem. Unser Planet ist zu verschmutzt. Überbevölkert und vergiftet, dass er unbewohnbar ist. Aber ich, der Vorsitzende Drake, habe eine Lösung. Wir erschaffen aus den besten verfügbaren Planetenteilen eine neue Welt. Was habe ich damit zu tun, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Mit einer hochkomplizierten Technologie, die Sie sowieso nicht begreifen würden, entfernen wir einen großen Teil Ihres Planeten und verwenden ihn für unsere neuen. Unglücklicherweise wird diese Massenveränderung ihren Planeten aus seiner Bahn werfen und direkt in die Sonne schleudern, wo er zu einer flammenden Gaswolke wird. Aber Opfer müssen natürlich gebracht werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr eure nervigen, wehleidigen, rotznäsigen Völker nehmen, sie hinter mir aufstellen und mich arme. Wir sind noch drauf? Dann mach es aus, du Vollidiot! Sehr sympathisch, der Mann. Die Leute auf dem Planeten sind arm dran. Naja, viel Glück beim Überzeugen von Captain Quark. Eigentlich kannst du mir helfen. Wenn du mich mit deinem Schiff zu den Koordinaten in diesem Infobot bringst, dann kann ich dort mehr in Erfahrung bringen. Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht. Mir fehlt ein wichtiges Teil vom Schiff. Das Roboter-Zündsystem. Woher weißt du das? Nun, Sir, ich bin zufällig mit dem neuesten Zündsystem ausgestattet. Ich bin darauf programmiert, jedes Schiff starten zu können. Hört sich gut an. Also ich bring dich nach wohin auch immer und du startest mein Schiff für mich. Das ist genau mein Vorschlag. Okay. Das könnte Ärger machen. Kümmert euch drum. Wow, das ist toll! Da habe ich also die ganze Zeit festgesessen. Bitte legen Sie Ihre Gliedmaßen wieder auf die Steuerung, Sir. Hä? Ah ja, sorry. Ganz nebenbei, nenn mich doch bitte nicht Sir. Ich heiße Ratchet. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir. Hast du einen Namen? Meine Seriennummer ist B54296. Ups. Ich nenne dich einfach Clank. Ist kürzer. Festhalten! Sie
Sie sehen also, es ist sehr wünschenswert, wenn Ihre Einwohner nicht in der Stadt wären. Dieser Zopf von dem da hinten. Welche Anmaßung! Das lasse ich niemals zu! Unglücklicherweise haben Sie leider keine andere Wahl. Wir werden ja sehen, was Captain Quark dazu zu sagen hat, mein guter Mann. Was ist daran so lustig? Captain Quark erledigt Sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie kleiner... haben unsere Gastfreundschaft jetzt erschöpft. Und meine Geduld. Das ist Ihre letzte Chance. Beenden Sie diesen Wahnsinn. Okay, Moment. Tut mir leid, ich ziehe meine Truppen ab. Wirklich? Nein, er gehört euch, Gentlemen. Und hinterlasst bitte keine Spuren. Clank? Wo bist du? Ich bin hier. Oh, das tut mir leid. Tja, so wie wir herkamen, kommen wir nicht weg. Vielleicht könnten wir uns von einem der Einwohner ein Schiff borgen. Falls es noch welche gibt. Er schraubt die ganze Zeit an seinem Schiff rum und dann lenkt es gegen eine Wand. Oh. Naja, wird schon wieder zurückkommen. Schauen wir erstmal, was im Shop gibt. So. Hallo, Fellknäuel. Pyrositor. Ja, die können wir mal kaufen. Ne, so viel kaufen wir lieber nicht. Ja. Achso, wir haben noch nicht mal genügend Geld, lol. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. So, jetzt fahren wir aber erstmal rüber. Klappe halten. Ah ja, klar. Der Typ hat nichts besser zu tun, als die Brücke abzuschießen.
gar nicht nötig gewesen. Oh, ich brauche Leben. Da ist auch eins. Ach, der Opa von vorhin. Tut mir nichts. Wer seid ihr? Söldner? Folterknechte? Mörder? Ich sag alles. Hier, nehmt mein Infobot. Mehr hab ich nicht. Sir, wir sind keine Warte. Mörder. Lass mal sehen, was er hat. Ist euch das auch schon mal passiert? Hi, ich bin Captain Quark. Glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres, als ein blagianisches Schnaggelmonster von innen zu betrachten und von seiner Ausrüstung im Stich gelassen zu werden. Deshalb kaufe ich meine Elektroartikel bei Al's RoboShack. Nur Al darf meine super Elektrogeräte reparieren, seit ich groß genug bin, um einer Sandmaus ans Knie zu spucken. Wenn Al es nicht reparieren kann, ist es nicht kaputt. Stimmt's, Al? Du sagst es, Kumpel. Wenn ihr also das Böse oder auch nur das Blöde bekämpft, kommt für Robo-Reparaturen zu Al's RoboShack in Metropolis. Al's RoboShack. Einfach quarktastisch. Wow! Weißt du, was das bedeutet? Ja, Captain Quark ist total erledigt. Nein, Captain Quark ist auf Metropolis. Wir könnten ihm von der Invasion berichten. Wenn wir ein Schiff hätten. Ja, ein Schiff. Und ihr foltert mich ganz bestimmt nicht. Tja, als Planetenvorsitzender könnte ich euch beiden unser Kurierschiff ausleihen. Cool. Verlassen Sie sich auf uns, Sir. Ja, danke, euer Vorsitzigkeit. Gadget von Infobots verfügen über Koordinaten für neue Planeten. Drücke die Select-Taste, um die Karte aufzurufen und begib dich zu deinem Schiff. Es wird dich einen Stern anzeigen. Ruf mal die mal kurz auf. Infobot. Hallo, Bürger von... Nee, das haben wir schon gesehen. Mission wahrscheinlich. Oder das wird hier schon die allgemeine Karte sein. Hallo, Bürger. Nein, will ich nicht. So. Dann starten wir den Herrn Quark mal in die Suche ab. Dann noch hier schnell die Schrauben alle einsammeln. Wer es nicht genau weiß, was eigentlich Ratchet & Clank ist eigentlich ein Jump'n'Run. Mehr will ich jetzt eigentlich auch nicht dazu sagen. Die Story werdet ihr dann im Verlauf des Let's Plays ja schon erfahren. Und dann rein in den Schiff und Abfahrt. So, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, hier ist er mehr gerade schon. Dann bleibt nur noch das übrig. Jo, ziehen wir mal hin. Und da wären wir auch schon. Überlegen, ob wir nicht sparen sollten, bis eine bessere Waffe kommt. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Hier, den Blaster kaufen wir uns. Kaufen wir auch noch gleich. Hallo, Fellknäuel. Munition dafür. Die restlichen 100. So. So, wo geht's jetzt lang? Kurz, um die Kamera schnell zu zentrieren.
Willkommen auf dem Captain Quark Fitness Parcours. Wenn ihr stark, schnell und schlau genug seid, diese Strecke zu meistern, erhaltet ihr von meinem Trainingsleiter einen Preis. Um zu bestehen, müsst ihr die dritte Insel erreichen. Viel Erfolg! Quark Enterprises übernimmt keine Haftung für Verstauchungen, Knochenbrüche, Sehnenrisse, Selbstzweifel oder Todesfälle, die aus der Teilnahme resultieren. Nicht, ja, dann mach ich's nicht. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Clank? Ja? Sag mal, fällt dir nicht irgendetwas auf an Captain Quark? Es verblüfft mich etwas, dass dort, wo seine Beine sein sollten, bloß eine Feder ist. Und was meinst du wohl, woran das liegt? Vielleicht eine Verletzung aus dem Kampf gegen das Böse? Das ist nicht der echte Captain Quark, du Schlaumeier. Das ist doch nur ein Roboter. Oh. Oh. Und kaboom. Gut, dann gehen wir doch mal den anderen Weg. Da erwarten uns ja auch schon welche. Dann ist einfacher. Nein, den will ich gar nicht nehmen. Außer hier geht's lang. Das ist hier auch eher genau. Ja. Gut, dann gehen wir halt runter. Das ist der Mann aus dem Infobot. Weißt du noch? Er kennt Captain Quark. Hey, Sie sind dieser Robotertyp, stimmt's? Nein, eigentlich baue ich Roboter. Ich selbst bin kein Robotertyp. Nicht wirklich. Idiot. Ich mag ihn. Wo wir das nun geklärt haben, was kann ich für euch tun? Tja, wir haben Ihre Infobot-Werbung gesehen. Sie waren bei Captain Quark. Und wir suchen Captain Quark und dachten, Sie könnten uns helfen. Eure Logik ist bestechend. Aber ich habe Captain Quark seit dem Dreh nicht mehr gesehen. Sag mal, läufst du mit Standard XP-18 Sisterboards? Version 7.66. Na super, dann kann ich vielleicht doch noch helfen. Was hältst du von einem Helipack-Upgrade? Upgrade? Claro, da er ein 7.66 ist, kann ich den kleinen Kerl in null Komma nichts zum Schweben bringen. Ihr müsstet natürlich die Arbeitszeit bezahlen. Helipack für 1000 Bowls, ja, das machen wir. Okay, das wird gar nicht wehtun. Bestimmt nutzvoll. Hey, Ratchet, bin ich jetzt cool? Klar, du bist voll locker, Clank. Gern geschehen. Sehr schön. Ich meine natürlich nützlich, nicht nur voll. What the fuck? Versuche diese Kisten mit dem Turbosprung deines Helipacks zu erklimmen. Drücke die R1-Taste, um dich zu drücken und springe aus der Hand. Ich glaube, die meint die Kisten hier. Jawohl, nice. Um diesen Abgrund zu überqueren, musst du die Weitsprungfunktion deines neuen Helipads benutzen. Gehe beim Anlaufen mit der R1-Taste in die Hocke und springe ab. Das ist ja cool. Kann ich auch so speichern? Nee,
Glaube ich, kann ich gar nicht. Doch, hier kann ich speichern. Speichern wir hier mal. Okay. Machen wir weiter. Einmal Aufzug fahren. Probiere mal die Gleitflugfunktion deines neuen Helipacks. Spring hoch, drücke die X-Taste nochmal und halte sie gedrückt, während du in der Luft bist, um zu gleiten. Ah, okay. Ich mache hier erst einen Weitsprung. Jo, das geht auch. Hey Jungs und Jungs, ganz ruhig. Ich werde mich hier umgeben kümmern. Was war denn das? War da eine Bombe? Lol. Naja, das machen wir nochmal schnell. Das war jetzt um einiges besser. So, und jetzt muss ich hier aufpassen. Ach, das war das Teil hier. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Die kleinen Minen waren es. Jetzt halt. Genau, ja, die waren es. Kann aber sehr recht übersehen. Fast runtergefallen. Alles klar, dann würde ich jetzt sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns aber beim nächsten Part. Also haut rein. Ciao.